Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land am Ende der 1920er Jahre. Tourismus im Aufschwung? Im zweiten Teil unseres Streifzugs durch das schöne Westfalen erkunden wir mit Hubert Tschonger den südlichen Teil der damaligen preußischen Provinz. Auf unserer Reise durch das schöne Westfalen führt uns Hubert Tschonger diesmal gleich durch drei Landschaften. Das Sauerland, das Siegerland und das Wittgensteiner Land. In diesem Teil wird der werbende touristische Hintergrund besonders deutlich. Idyllische Aufnahmen von Schlössern und Burgen, von Städten und Dörfern wie Iserlohn und Berleburg laden Auswärtige zum Besuch ein. Denn Ziel ist es, Westfalen über die Region hinaus bekannter zu machen. Ganz im Interesse des Auftraggebers, dem Westfälischen Verkehrsverbands. Auch wenn der Tourismus in der Region bei weitem nicht so ausgebaut ist wie heute, werden in den 1920ern doch einige Grundsteine für seine weitere Entwicklung gelegt. Denn der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes und die erweiterten Urlaubszeiten ermöglichen es, die Freizeit anders zu gestalten. Zumindest denen, die es sich leisten können. Vor den Toren des Ruhrkohlengebietes ladet das meilenweite sauerländische Bergland in seinen Wald- und Wanderbereich zur Erholung ein. Hoch über der Vereinigung von Ruhr und Lenne ragt die alte geschichtliche Hohensieburg empor. Vom Geburtsort des alten Harcourt, Bahnbrecher der Industrie, Freund des Volkes und der Freiheit, wandern wir über Hagen ins schöne Volmetal. Alte, strohgedeckte Bauernhäuser verleihen hier der Landschaft einen überaus malerischen Reiz. Zahlreiche Talsperren beleben das Bild. Indessen zinnengekrönte Schlösser von längst verklungener Zeit erzählen. So Schloss Neuenhof von König Theodor von Korsika, der im Schuldgefängnis von London 1756 starb. Burg Altena ist durch ihr Heimatmuseum und die Freilichtspiele zugleich eine wichtige Pflegestätte alter und neuer Heimatkultur, Ausgangspunkt der deutschen Jugendherbergsbewegung. Die märkische Drahtzieherei und die alten Hammerwerke trugen den Namen der Grafschaft Mark schon vor Jahrhunderten weit in die Welt hinaus. Musik
Steil ragen die Kalkfelsen des Hönnetals gen Himmel. Freiligrath nannte es das romantischste Tal Westfalens. Zwischen dem Hönnetal und Iserlohn liegt das wild zerklüftete Felsenmeer. Die Berge des Sauerlandes bedecken Deutschlands größte und prächtigste Tropfsteinhöhlen. Die Atterhöhle bei Attendorn, die Bildsteinhöhle bei Warstein, die Dechenhöhle bei Iserlohn und andere. In anmutiger Umgebung liegt die alte gewerbe- und handelsreiche Stadt Iserlohn. Anderthalb Wegstunden weiter erhebt sich am Kohlberg das Ehrenmal des Sauerländischen Gebirgsvereins. Kurvenreiche Straßen führen ins tief eingeschnittene Lennetal hinab. Vorgelagert dem Ebbegebirge ruht die Burg Schnellenberg, eins der baulich bedeutendsten Schlösser Westfalens. Das Feischede Tal überragt die Jugendburg Bildstein. Ein alter Rittersitz. Stundenweit erstreckt sich, bis zu 840 Meter Höhe, der bewaldete Kamm des Rothaargebirges, ein ideales Wandergebiet mit alten Bauernhöfen und alter Bauernart. In tiefer Waldeinsamkeit treffen wir hier den Köhler bei seinem schwarzen Handwerk. Und edles Hochwild, Rehe, Schwarzwild und Auerwild.
Die südlichen Ausläufer des Rothaargebirges enden im Siegerlande, dem äußersten Südzipfel Westfalens, mit seiner Hauptstadt Siegen auf den sieben Hügeln. Hier wurden der Maler Peter Paul Rubens und der Pädagoge Diesterweg geboren. Hoch über der munteren Sieg thront die große Jugendherberge Freusburg, ein alter Herrensitz. Nahe Hilchenbach begegnet uns ein Naturschutzgebiet, der Dollenbruch mit übermannshohem Wacholder. Am Oberlauf von Lahn und Eder finden wir die waldreichste Gegend Deutschlands, das Wittgensteiner Land. Die Hauptstadt Berleburg wird überkrönt von dem Schlosse der Fürsten von Wittgenstein. Am Zusammenfluss von sieben Bächen liegt malerisch Larsve mit einem anderen Schloss der Fürsten Wittgenstein. Hier, wie im oberen Sauerland, wird aus riesigen Gruben Schiefer gefördert und zu Dachplatten und gewerblichen Gegenständen verarbeitet. Aus dem Waldreichtum des Waldes entwickelte sich schon früh eine bekannte Heimindustrie. Als Heimindustrie bringt im Wittgensteiner Ländchen die Holzdrechselei manche Haushaltsgegenstände hervor. Alljährlich feiern die Wittgensteiner auf dem Stünzel mitten im Hochwalde ihr Tierschaufest mit Auszeichnungen der besten Tiere und großen Volksbelustigungen. Schützenfest, ein Fest,
das man im Sauerland zu feiern weiß. Noch ein Blick auf die grüne Welt der Berge und unsere erste Sauerlandwanderung ist zu Ende.